Klaus Dieter Wollitz, am Samstag geht es hier im Stadion der Freundschaft gegen Germania Halberstadt. Wir erinnern uns, im Hinspiel gab es ein 5:0 und Avdo Spar stand zum ersten Mal als echte Nummer 1 im Energietor. Wie würden Sie seine Entwicklung seit dieser Zeit beschreiben? Ja, entsprechend seiner Qualität, entsprechend seines Talent gut. Sind sehr zufrieden mit ihm. Ich glaube, dass er in dieser Verantwortung auch weiter gereift ist. Er hat noch nach wie vor Luft nach oben, aber das ist nichts Negatives, im Gegenteil. Er arbeitet sehr dran, sehr hart daran, er ist sehr diszipliniert, arbeitet auch außerhalb des Platzes, um stabiler, um noch athletischer zu werden, was glaube ich wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit für einen Torwart. Sein Mitspielen wird besser und wir sind sehr, sehr dankbar und wir sind sehr, sehr überzeugt von ihm auch für die Zukunft. Deswegen haben wir das damals ja auch ohne groß irgendwie Überlegung anzustellen und zu sagen, oh, was machen wir jetzt? Naja, verkaufen wir. Wir mussten nicht verkaufen, aber bei dem Angebot, da haben wir das aus Überzeugung gemacht und da war uns gleich klar, dass Avdo Spar die neue Nummer 1 ist und das hat er bisher noch absolut bestätigt und dass die Entscheidung die richtige war. Der Fokus in dieser Saison geht ja auf die Aufstiegsspiele im Mai, die dann sicherlich auch eine nervliche Belastung werden. Ist er für solche Spiele auch geeignet? Also erstmal ist der Fokus jetzt auf Samstag. Ja. Ich verstehe die Fragen und ich verstehe das auch, wenn man einen gewissen Vorsprung sich erarbeitet hat, dass alles auf diese zwei Spiele vielleicht fokussiert ist. Also grundsätzlich halte ich es wirklich so von Spiel zu Spiel, sich in diesen Spielen dieses Selbstvertrauen zu holen, diese Überzeugung, diese Selbstverständlichkeit dann auch in diesen extremen Spielen dann belohnt zu werden. Aber trotzdem, Ihre Frage möchte ich dann höflich beantworten. Wenn er ein Torwart werden möchte, aus meiner Sicht wird er das, dass der höherklassig spielen kann, der seine Entwicklung vorantreiben muss, braucht doch dann diese Spiele. Ich hätte zwar diese zwei Spiele nicht, weil sie sportlich unfair sind, weil sie sportlich nicht den Wert einer Meisterschaft entsprechen, aber es ist halt eben diese Regel und die können wir leider nicht, da können wir nicht raus aus dieser Nummer und deswegen muss er diese beiden Spieler, aber auch andere Spieler, auch der Verein, aber ich sag auch, dieses ganze Umfeld hier muss beweisen, dass sie diese beiden Spiele spielen kann. Ich glaube, dass es da extrem drauf ankommt, dass die Mannschaft auch extrem unterstützt wird, dass die Mannschaft das Gefühl hat, egal wie das Spiel ausgeht, ich habe hier das Vertrauen der Leute, weil jeder möchte diese Spiele gewinnen. Weil wir haben unglaublich viele Spiele, die, glaube ich, ihr ganzes Potenzial ligaabhängig, also eine höher, viel mehr zur Entwicklung kommen lassen können als in der vierten Liga. Weil in der vierten Liga ist das nicht immer zu sehen, weil es taktisch nicht so viele Aufgaben gibt, die da gelöst werden müssen. Und ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, die taktisch auf einem extrem hohen Niveau spielen kann. Ich nehme da diese Beispiele auch im Pokal gegen Stuttgart, weil es über 120 Minuten war, weil es extrem wie in welchen Zonen die Mannschaft, wie sie sich da verhalten hat, auch Vorbereitungsspiele auch darauf zu reagieren, wenn man dreimal so verliert wie gegen Dukla Prag, dann so Fußball zu spielen über 90 Minuten, zeigt eigentlich, dass ein riesen Potenzial in dieser Mannschaft wäre. Aber ich glaube, dass dieses absolute Potenzial erst Liga höher abgerufen werden kann, in der Spannung, in der Erwartung, in der Vorgehensweise. Viele Spiele in der Regionalliga geht wirklich dann auch ein bisschen über Eigenmotivation, über Situationen im Spiel, wo es nicht die wahre Qualität sichtbar ist. Nochmal ganz kurz zurück zu Avdo Spar. Mit Kevin Raut haben Sie für ihn jetzt auch noch einen Herausforderer verpflichtet im Winter. Wie sind Sie mit diesem Konkurrenzkampf jetzt zufrieden? Ja, erstmal bin ich oder sind wir dankbar, dass Kevin Raut dieses Ding so angenommen hat, diese Situation, was auch nicht selbstverständlich ist. Deswegen hat das auch ein bisschen gedauert, um einen weiteren Torwart zu verpflichten. Also nach wie vor haben wir auch Matti Kamenz noch auf dem Schirm. Matti Kamenz hat ein riesen Torwarttalent, der extrem vieles außergewöhnlich kann. Wir müssen versuchen, ihn stabil zu machen. Wir müssen ihn auch davon überzeugen, wie jetzt auch die neuen Spieler das zum Fußball
Fehler gehören, dass man sich nicht verrückt machen lassen muss. Dann haben wir mit Stavecki auch noch ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent. Aber Rauhut ist natürlich eine Erfahrung, hat schon bei den einen oder anderen Regionalligisten gespielt, hat meistens sich durchsetzen können als Stammtorwart, hat eine Situation gehabt mit hohen Erwartungen in Nordhausen und spielt jetzt bei einer Mannschaft, die Tabellenführer ist, sag ich mal, in einem etwas strukturierteren Umfeld mit anderen Bedingungen, und die nimmt er absolut an, ist ein absoluter Vollprofi, sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert, sehr schnell angekommen in der Mannschaft, und deswegen sind wir eigentlich mit der Situation glücklich. Trotzdem sage ich das immer wieder, das sage ich auch gerne, vielleicht ist das auch aufgefallen, ich glaube gegen Auerbach erste Mal ist Afto dann auch nicht mehr mit der Nummer 43 aufgelaufen, sondern wirklich mit der Nummer 1, um auch da zu zeigen, du bist nicht nur die Nummer 1, du darfst auch die Nummer 1 tragen. Du bist ein Junge, der hier aus dem eigenen Nachwuchs kommt, der in der U19 bei Energie Cottbus gespielt hat, der Riesenreflexe hat, der 20 Jahre alt ist. Es wäre sehr, sehr fahrlässig, diesen Spieler wie auch dann andere junge Spieler nicht weiter zu entwickeln. Und Entwicklung geht nur über Spiele. Und das machen wir. Das machen wir aber aus, nicht nur gerne, das machen wir aus Überzeugung, zumal die Spieler auch in ihrer Entwicklung hart dafür arbeiten, dass sie hier stabile Spieler werden. Sie wissen sicherlich, dass Energie Cottbus mit Tomislav Piplica schon mal einen bosnischen Torhüter als Nummer 1 hatte, der hier Kultstatus hat. Denken Sie, dass Bahic eine ähnliche Entwicklung nehmen kann? Also ich würde mir wünschen, dass viele so einen Kultstatus bekommen könnten. Ich nenne da Geißler, Karpstein, Spalsch haben sie genannt. Knechtel, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, war auf einem sehr, sehr guten Weg, war sofort Stammspieler. Zickert war sofort Stammspieler. Also wir haben einige junge Spieler, die aus den eigenen Reihen eigentlich hier immer diese Figur und diesen Kopf dieses Vereins werden sollen. Und wenn das Afto Spalsch ist am Ende, dass er einige Jahre hier spielt, heißt es, dass wir sportlich Erfolg haben. Weil er hat ein Talent, er ist im Fokus, ich weiß das von vielen Vereinen. Wir hoffen, dass wir den über den 30.06. hinaus hier behalten können. Ist auch der Schlitzohr. Ich kenne Piplica persönlich nicht, aber zumindest kam er so rüber, dass er sehr schlitzohrig ist. Das meine ich jetzt nicht negativ. Hat Afto auch in der Kabine, ist er anders als auf dem Platz. Sehr lustig, sehr schlitzohrig sehr und zwischendurch sehr charmant auf schlitzohrige Art. Ja, so will ich es mal nennen. Vielen Dank. Sehr gerne.